Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal heute. Ich habe für euch ein Tutorial vorbereitet, in dem es darum geht, wie ihr mit einer GoPro eine coole Timeless machen könnt. Was ihr dafür braucht und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Ihr braucht natürlich eine GoPro. Ich habe jetzt hier die Hero 5, denn die unterstützt diese Funktion, die wir brauchen. Und ihr solltet auch einen vollen Akku haben und Speicherkarte, auf der ihr noch genug Platz habt. Ein Gehäuse, um die GoPro an das Stativ anzumachen und so ein Schraubteil. Irgendein Stativ braucht ihr dann auch. Dann benötigt ihr noch irgendein Schneidprogramm. Ich verwende dafür Premiere Pro. Sucht euch irgendeinen schönen Ort aus, nehmt euer Fahrrad und fährt dorthin. So, wenn ihr jetzt schlussendlich angekommen seid, dort wo ihr das Ganze machen wollt und auch die Kamera schon aufgestellt habt, können wir jetzt auch gerade die Kamera einstellen. So, wenn ihr die GoPro einstellen wollt, ist hier, geht ihr zuerst mal bei diesem Mode-Knopf so weit, bis ihr zu Zeitrafferfoto kommt. Wenn ihr das nicht habt, gebt ihr einfach hier unten drauf und geht dann auf diese Option und wählt ihr Zeitrafferfoto aus. Nicht Zeitraffer-Video, denn mit Zeitrafferfoto bekommt man bessere Ergebnisse. Um das Beste rauszuholen, wählt ihr weit aus. Und hier wischt ihr dann nach rechts. Und wenn das noch nicht aktiviert ist, könnt ihr hier auf dieses Power-Button drücken. Und dann stellt ihr die Farbe auf matt, um nachher noch in der Nachbearbeitung die Farbe manuell zu machen. Der ISO behaltet ihr hier bei 100 und hier auch bei 100. Wenn ihr draußen seid, ist es ein guter Wert. Wenn ihr drin seid, könnt ihr ihn ein bisschen höher setzen. Hier bei Schärfe könnt ihr Mittel einstellen und bei BK 0, bei Weißabgleich Auto. Auto, nicht 3000. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann eigentlich auch schon loslegen. Wenn ihr dann das Ganze eingestellt habt, könnt ihr eigentlich auch schon beginnen mit der Aufnahme. Und das Ganze einfach durchlaufen lassen. In meinem Fall werde ich die Kamera jetzt noch irgendwie so alle 20 Sekunden oder so alle 25 Bilder, das sieht man hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade sehen könnt. Nee, man kann es nicht sehen. Werde ich die Kamera so ein bisschen bewegen. Und dann gibt es am Schluss in der fertigen Timelapse auch ein bisschen Bewegung rein. Also dreht sich das Bild ein bisschen, macht auch einen coolen Effekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen laufen lassen und stoppe die Aufnahme jetzt. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, das Ganze habe ich jetzt noch ein bisschen verschoben in dieser Zeit und jetzt ist die Sicht dort rüber. Ich packe die GoPro jetzt ein und fahre zurück nach Hause und dann sehen wir uns dort wieder. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und knapp dem Regen entkommen. So, ich habe jetzt die GoPro angeschlossen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im PC und dann können wir das Ganze bearbeiten. So, ich bin jetzt hier in meinem Rechner drin und als erstes gehe ich mal hier meine Dateien rüberziehen. Das Ganze ist unter ihr müsst halt ein bisschen suchen. Bei mir ist es jetzt unter hier GoPro 108. Dann wählen wir hier das aus. Wir drücken hier Command A, also STAG und A gleichzeitig. Und dann packen wir das und ziehen das hier hin, wo wir es hinwollen. Warten ein bisschen. In dieser Zeit können wir schon mal das Programm öffnen. Bis es jetzt fertig kopiert ist, das geht schnell. Für euch, das geht wahrscheinlich nicht mal so lange.
So, das hier ist jetzt abgeschlossen und als nächstes gehen wir wieder zurück in Premiere Pro. Wir können jetzt hier importieren, wählen hier ein Bild aus und können jetzt hier Bildsequenz können wir einschalten und jetzt können wir das öffnen. Und dann fügt eben Premiere Pro das Ganze zusammen auf eine Sequenz. Und bevor wir das jetzt hier einfügen, können wir zuerst eine neue Sequenz machen. Und hier wählen wir einfach ...50 Frames, denn so sind meine Videos. Das ist Full HD. So, das ist eine Full HD Sequenz. Das kann ich jetzt gerade hier reinschieben. Oh, das hat es jetzt noch skaliert. Sowas. Denn das ist denn die Fotos nehmen wir in einem anderen Format auf. Und das ist nicht das gleiche wie der Film. Und dass wir jetzt das können wir das sozusagen lang ziehen und können hier dieses gleichmäßige Skalierung machen wir aus. Bei Skalierungsbreite wählen wir jetzt ...48 können wir daraus 47,9 machen und dann ist es da drin. Jetzt können wir das auch mal schnell abspielen. Ah ja, das sind noch so schwarze Ränder. Ich verlangsame den Clip jetzt noch ein bisschen, dann geht die Timelapse ein bisschen länger. Also kann man da einfach das rechts anklicken und dann Geschwindigkeit und Dauer und das auf so 50, 40 runter tun. Und dann ist es ein bisschen langsamer, also beziehungsweise die Timelapse eben dann schneller und das finde ich ein bisschen besser. Dann haben wir nicht so eine mega kurze Timelapse. Und wie wir gerade sehen, habe ich einen Fehler gemacht, als ich das Ganze aufgenommen habe. Der Fehler war, ich habe zu lange gewartet, bis ich die Kamera bewegt habe. Und darum gab es jetzt hier so ein stockiges Bild. Hätte die Kamera mehr bewegen müssen. Bisschen dumm, aber ihr macht natürlich dann besser. Und wenn wir das jetzt haben, können wir auf nochmals auf 4 Effekte oder wir können direkt auf Farbe. Und können dann hier bei einfacher Korrektur mal Auto auswählen und können die Belichtung je nachdem ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, der Kontrast ein bisschen rauf, die Sättigung auch rauf. Hier könnt ihr euch jetzt ausleben, wie ihr wollt und das Bild so gestalten, dass es euch gefällt. Ich mache das jetzt schnell, ihr seht das auch in einem Zeitraffer. So, ich bin jetzt fertig mit dem Ganzen und das Ergebnis seht ihr jetzt dann gleich. Ich werde wahrscheinlich noch Musik darunter legen und ein bisschen andere Verbesserungen noch machen. Was man noch machen kann, hier können wir Anti-Flimmer können wir auf 1 setzen. Das ist auch immer gut bei Zeitraffer, dass es dann am Schluss nicht so Flackern drin hat. Und ja, es ist ein bisschen kleiner Fehler, ein bisschen dumm hier mit dem Stocken, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, wenn ihr das dann alles habt und habe ich noch so einen Ausblender hinzugefügt. Geht ihr auf Command A, so alles auswählen und dann auf Datei, exportieren, Medien und hier könnt ihr das alles so lassen. Wenn es bei euch anders ist, geht einfach auf hier Format H264 und bei Vorgabe Benutzer definiert und hier einfach alles sein lassen. Hier maximale Renderqualität verwenden, anwenden, also am Kreuzeln. Dann könnt ihr hier noch auswählen, wo ihr es haben wollt. Ich habe es hier schon. Und ich habe ein bisschen hier gefällt mit der Länge und darum kann ich das hier noch machen. Und jetzt können wir auch schon auf Exportieren klicken und kommt darauf an, wie schnell euer Computer ist. Je nachdem braucht es länger oder kürzer. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nachher vor der Kamera und ihr seht dann das Endergebnis auch. Es ist ein bisschen dumm hier mit diesen Stockern, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Bis gleich.
So, ich habe das Ganze jetzt geändert und exportiert. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Schreibt auch noch in die Kommentare, was ich als nächstes für Tutorials machen könnte. Ich weiß, das erste war jetzt nicht so mega professionell. Ich habe mir auch nicht so viel dabei überlegt. Aber ich hoffe doch, es hat euch gefallen, Leute. Dann würde ich sagen, seht ihr das Ergebnis noch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.